RT Deutsch durch YouTube zum zweiten Mal am Tag des Sendestarts blockiert. RT Deutsch hatte vor wenigen Tagen einen Neustart seines Kanals auf YouTube angekündigt. Einige Tage war der Begrüßungstrailer für alle sichtbar. Seit gestern, dem Tag des neuen Sendestarts, ist der Kanal wieder blockiert. Bereits bei der ersten öffentlichkeitswirksamen Blockierung des YouTube-Kanals in Deutschland drohte die russische Medienaufsichtsbehörde YouTube mit einer Blockierung in Russland. Geschehen ist dies nicht. Jetzt droht die Behörde wiederum mit einer Blockierung von YouTube. Man forderte das amerikanische Unternehmen auf, die Blockierung umgehend aufzuheben. Sollte die Forderung nicht erfüllt werden, werde man YouTube teilweise oder vollständig in Russland blockieren. Ein entsprechender Brief wurde von der russischen Aufsichtsbehörde am 16. Dezember dem amerikanischen Unternehmen zugeleitet. Neben der Forderung der Aufhebung der Blockierung verlangt Russland eine offizielle Erklärung, warum auch dieser neue RT-Kanal, bevor er überhaupt auf Sendung ging, blockiert wurde.